Hallo Freunde, willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch ein kleines Datapack zeigen, was ich geschrieben habe, was Zufallszahlen generiert. Zu der jetzt eingeblendeten Zeit werde ich euch einfach zeigen, wie ihr es benutzen könnt, also welche Commands ihr dazu wissen müsst. Und zu der jetzt eingeblendeten Zeit werde ich euch dann erklären, wie das Ganze funktioniert. Ich versuche das hier als One-Taker zu lassen, weil ich habe echt nicht mehr viel Zeit, das zu schneiden. Das Video soll morgen 16 Uhr kommen. Und ich hoffe mal, dass das klappt. Ja. Vorher sei gesagt, das Datapack werde ich jetzt frei zum Download releasen. Also, ja, wenn ihr in die Videobeschreibung guckt, sollte da ein Download-Link sein, wo ihr das Datapack einfach runterladen könnt. So, fangen wir an. Wie benutzt man das Datapack? Erstmal, was ganz wichtig ist zu wissen, die Zufallszahlen werden in binär angegeben. Das heißt, ihr habt Einsen und Nullen. So, wie stelle ich das Ganze jetzt ein? Ich mache zuerst Scoreboard Player Set Hashtag Input RNG. Und jetzt stelle ich ein, wie viele Stellen möchte ich haben. Zum Beispiel 8 Stellen, dann haben wir 8 Bits, also 1 Byte. So. Also ich habe jetzt die 8 eingestellt und jetzt machen wir Function RNG Doppelpunkt Generate. Und schon sehen wir unser Ergebnis 1000110. Bei 8 Bits, nicht Bit pro Sekunde. Ja, vielleicht fällt mir hier auch noch was Besseres ein. Vielleicht mit Klammern oder so. Egal. So, jetzt stellen wir wieder den Input auf 8 Bits und machen das nochmal. Dann haben wir die 1001, 1001. Und das Ganze können wir nochmal machen. Und nochmal. Zum Beispiel. Ja. Und das können wir eben ganz oft machen. Jetzt ist endlich mal das eingetreten, was ich wollte. Nämlich, wir sehen jetzt, das hat nur 5 Stellen. Und das ist einfach, weil Minecraft vorangehende Nullen nicht anzeigt. Deswegen habe ich auch diese Anzeige at 8 Bits nochmal ja, eingestellt sozusagen. So, ich habe jetzt hier Command Blocks vorbereitet, wo einfach das Ganze immer wieder gesetzt wird für die Zahlen von 1 bis 16. Warum da hinten dann Redstone-Lampen sind, das erkläre ich gleich nochmal. So, das heißt, wir können das jetzt hier mit der 1 machen. Und da kommt logischerweise immer entweder eine 1 oder eine 0 raus. Dann das Ganze mit der 2. Da kommt entweder eine 0,1, eine 1,0, eine 1,1 oder eine 0,0 raus. Ja, jetzt ist 0,0 auch mal rausgekommen. Dann das Ganze mit der 3 natürlich, mit der 4, mit der 5, ups. Mit der 6, mit der 7, mit der 8. Oh, das ist eine hübsche Zahl, die wir da bekommen haben. Also mit der 8, die hatte ich ja vorhin im Beispiel schon mal benutzt, da könnt ihr euch eben dann Bytes generieren lassen. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr ja dann mit diesen Bytes auch weiter vorgehen. Ich denke mal, einige von euch dürften aus der Informatik wissen, wie Bytes benutzt werden, um halt Buchstaben und so zu kodieren und dekodieren. Und so könnt ihr zum Beispiel zufällige Buchstaben oder zufällige Zeichen ja generell sozusagen euch generieren. Allerdings müsst ihr dann natürlich dann auch erstmal eine Datenbank schreiben, was ja gar nicht so einfach ist. Dann das Ganze mit 9 und auch noch mit 10 Bits. Und hier sind wir dann eben bei 11 Bits. Und übrigens hinten steht immer der gleiche Command drin. Und ab 11 Bits, deswegen sind hier jetzt die Redstone-Lampen, wird es problematisch. So viel kann Minecraft nämlich nicht verarbeiten. Deswegen seht ihr, da kommen komische Werte raus. Ich gehe mal ganz kurz in den Chat. Ja, das ist nicht binär, das solltet ihr sehen. Ja, manchmal, wenn man Glück hat, dann kommt was Binäres raus, aber das ist nicht die Regel. Deswegen kann man sich darauf nicht verlassen und bei 16 Zeichen, da kommt so gut wie nie was Binäres bei rum. Doch einmal.
Wow. Ja, also wenn man Glück hat und voran stehen Nullen, dann kann das halt binär werden, aber ansonsten so viel kann Minecraft halt nicht speichern. Deswegen passieren da ja einige Dinge. Das ist jetzt aber ein bisschen sehr kompliziert zu erklären. Und deswegen ja, ihr könnt das hochstellen, wie ihr wollt. Allerdings ist 10 das Höchste, was mit hundertprozentiger Sicherheit funktioniert. Ja, jetzt haben wir sogar 10 erzählen. So, da sind wir auch schon im zweiten Teil angelangt. Und zwar, wie funktioniert denn das Ganze? So, da seht ihr einmal kurz mein Windows-Menü. Wunderschön. So. Einmal, wenn ihr das Ganze loadet, wird ein Scoreboard hinzugefügt. Wird einmal die Zahl 10 hinzugefügt, um diese 10er-Stellen zu erreichen. Das sehen wir gleich noch. Und eine Function wird ausgeführt, das ist diese hier, und die setzt halt eben noch einfach noch mal ein paar Werte in dem Scoreboard. So, dann, was passiert in der generate.mc Function? Erstmal wird der Faktor auf 1 gesetzt, sofern das noch nicht passiert ist. Unless Score Factor matches 1 Punkt Punkt wird er auf 1 gesetzt. Und wenn Entschuldigung für das Quietschen. Und wenn eben der Score von Result Bits, das ist das, was ihr gerade hier seht, noch auf 0 steht, dann wird der Score von Input, wenn ihr euch erinnert, das ist ja das, was wir dem am Anfang gegeben haben, wie viele Zahlen oder wie viele Ja, wie viele Stellen unsere Zahl haben soll, wird in diese Result Bits RNG gespeichert. Das hat erstmal noch keine, ja, das hat keine weitere Bedeutung, außer dass man sich das anzeigen lassen kann. Warum ich jetzt gesagt habe, erstmal darauf gehe ich am Ende vom Video ein. So, anschließend wird Input 1 removed, das heißt, wird 1 weniger. Dann wird eine Area Effect Cloud gespawnt, sofern diese noch nicht existiert. Im ersten Durchgang existiert sie natürlich nicht. Mit den Tags RNG und RNG1 und dann noch eine mit den Tags RNG und RNG2. Jetzt wird einer von beiden, einer zufälligen, der Tag RNG Choose gegeben. Und da ist jetzt der Knackpunkt, so funktioniert nämlich das System. Denn nämlich nur, wenn die erste diesen Tag bekommt, dann wird der Bit quasi positiv, das heißt, der Bit wird 1. Und wenn eben die zweite den Tag bekommt, dann bleibt der Bit bei 0. Anschließend wird jedem ne, also wird je nachdem, welche Area Effect Cloud das Ganze hat, wird der Tag wieder removed. Dann wird, wenn alles abgegessen ist, das heißt, wenn wir alle Bits, die wir haben wollten, auch sozusagen ausgerechnet haben, dann, also unless score input RNG matches 1, also wenn der Score auf 0 ist, mit anderen Worten, geben wir uns eben diese Meldung aus, die man jetzt hier gerade sieht. Und wir führen diese Reset-Function aus, die wir schon gerade gesehen haben. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann wird der Score, der aktuell bei genau bei Faktor steht, mit 10 multipliziert. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt zu erklären. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, am Anfang wird dieser Score auf 1 gesetzt und dann haben wir halt das erste Bit. Und dann wird das Ganze mit 10 multipliziert und die Function rekursiv, also im selben Tick nochmal aufgerufen. Dann haben wir jetzt hier 1 mal 10 ist halt 10. Haben wir den zweiten Bit.
Und wenn wir das nochmal mal 10 rechnen, dann haben wir 100 und dadurch können wir den dritten Bit ausrechnen. Und jedes Mal, wenn die Function wieder durchläuft, wird eben ein weiterer Bit ausgerechnet und ein Score von Input wird auch abgezogen, bis der eben auf 0 ist und dann sozusagen alle, zum Beispiel hier 10 Durchgänge, ja durchgelaufen sind und dann stoppt das Ganze eben und führt dann das hier aus und führt die Funktion nicht nochmal neu aus. Ja. Ist also gar nicht so kompliziert. Jetzt komme ich dazu, warum ich hier gesagt habe, eigentlich. Und zwar würde ich euch bitten, wenn euch das gefällt, unbedingt ein Like da zu lassen. Ich will jetzt nicht like-geil wirken, aber ich will wissen, wie gut das bei euch anschlägt. Und wenn euch das gefällt, dann werde ich einen zweiten Teil machen, wo ich diese Werte, die jetzt hier zum Beispiel rauskommen, oder ich erkläre am besten nochmal den Chat, in Dezimalzahlen umwandle. Das ist auch keine sonderlich komplizierte Angelegenheit, aber ja, ich werde wissen, ob sich das lohnt oder ob dieses Thema für euch ja uninteressant ist. Deswegen, ja, gebt einfach mal einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze interessiert. Ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.